WhatsApp, Probleme mit der Kamera ab? Dies kann die Lösung sein. Hallo liebe Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gesund. Willkommen zu einem neuen Video unserer ausgezeichneten Videos. Ich habe ein Video über die Lösung des Problems der WhatsApp-Kamera veröffentlicht, das die Bilder vergrößert. Einige haben die Lösung für das Problem gefunden und andere haben die Lösung nicht gefunden. Also habe ich nach einer Lösung gesucht, das Problem ist endgültig. Heute haben Sie ein neues Video zur Lösung des Problems der Kameraanwendung an WhatsApp. Ich hoffe, dass Sie werden das Problem lösen. Vielen Dank, dass Sie dem Kanal folgen und ihn abonnieren. Ich freue mich sehr über Ihre Interaktion mit dem Kanal. Wer auch immer das Video gesehen hat, abonniert den Kanal. Und wenn Ihnen das Video nicht gefällt, schreiben Sie in den Kommentar unter dem Video. Und jetzt folgen wir der Erklärung und lösen das Problem der WhatsApp-Kamera. Viele WhatsApp-Nutzer berichten immer wieder, dass die App beim Öffnen der Kamera fehlschlägt. Die Facebook-App ist eine der am häufigsten verwendeten plattformübergreifenden mobilen Messaging-Software. Es ermöglicht Ihnen, eine Nachricht zu senden, ohne für SMS bezahlen zu müssen. Viele coole Funktionen wie Sprachanrufe, Antworten auf Zitate, eingehende Videoanrufe, auffällige und kursive Inhalte und so weiter wurden kürzlich zum WhatsApp-Standardhalter hinzugefügt. Möglicherweise haben Sie sich jedoch der Messaging-Plattform widersetzt, die Verwendung der Kamera verweigert oder die Kamera nicht bedient. Benutzer berichten, dass die App das Bild in Zoom anzeigt, während der schwarze Bildschirm erscheint, ohne eine Lösung für die angeforderte Aktion anzugeben. Aber wie beheben wir das Kameraproblem bei WhatsApp? Es gibt zwei Möglichkeiten, zum einen die App zu deinstallieren und zu installieren und zum anderen den Cache zu leeren. Wir werden beide Lösungen Schritt für Schritt durchgehen. Deinstallieren und installieren Sie die App. Öffnen Sie die WhatsApp-App auf Ihrem Telefon. Erstellen Sie ein Backup Ihrer WhatsApp-Cards aus Ihren Einstellungen. WhatsApp-Einstellungen, Card-Einstellungen, Card-Backup. Als nächstes installieren Sie WhatsApp vom Telefon. Starten Sie Ihr Telefon neu, dies ist nicht erforderlich. Jetzt können Sie WhatsApp erneut auf Ihr Telefon herunterladen und installieren. Und Sie können endlich Fotos und Videos aufnehmen. Und voila, Sie haben Ihr Problem mit der App-Kamera gelöst. Cache der Messaging-App leeren. Mobiltelefone mit Android 4.2 und höher können den Cache der App aus den Einstellungen des Telefons löschen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen Anwendungen, wählen Sie WhatsApp in der Liste der Anwendungen aus. Unter aus gibt es keine Schaltfläche zum Löschen des App-Cache, aber Sie können einfach Speicherplatz freigeben, indem Sie zu Einstellungen Speicherplatz nutzen gehen. Dort können Sie sehen, wie viel jede App ausgeführt wird, einschließlich der Facebook-App. Am Ende des Videos hoffe ich, dass Sie das Problem auf einfache Weise gelöst haben. Danke fürs Folgen. Ich würde gerne Ihre Kommentare unter dem Video sehen. Wir sehen uns in einem neuen Video.